Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Dead Space 3 Let's Play, zum Koop Let's Play mit Willi, der hier Licht macht und Party und Feuerwerk. Ja, das beim letzten Mal irgendwie nicht so richtig gespeichert hat, mussten wir die Nebenmission eben nochmal machen. Und haben uns mal nebenbei eine neue Waffe, also ich habe mir eine neue Waffe hier so. Hey, flupp. Boom. Gemacht und so, gell? Ja, wisst ihr Bescheid. So, auf, auf. Es kann sein, dass zwischendurch noch mal ein Schniefen oder ein Husten kommt. Leicht erkältet bin ich noch, aber es wird schon wieder besser. Yeah, yeah. Aus dem Hafen. Also, wie lange fährt das Ding noch? Gut. Das Let's Play fängt mit einer sehr spannenden Fahrstuhlfahrt an. Dankeschön. Endlich. Hat ja nur ungefähr 3 Stunden gedauert. Schon wieder eine Bank. Schon wieder ein Anzug. Ey, warte mal. Was denn? Ja, das hier sind wir eben schon mal lang gelaufen. Boah, das ähnliche, ja, gell? Aber das ist ja, das kann nicht dasselbe sein. Deswegen. Ach stimmt. Aber es sieht fast genauso aus, der Raum. Hier ist eine Audio-Nachricht. Optionale Mission erhalten. Perfekte Munition finden. Ach, verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Ohne Mampf kein Kampf. Das ist ein geiler Spruch. Ohne Mampf kein Kampf. Was ist da los? Was bist du denn? Was sind für eklige Viecher? Ich kümmere mich drum. Okay. Hab's. Aha. So hätte man es auch machen können. Was? Auf eine Kralle reinschießen. Oh. Nett. Ja. Diese. Sag gerade aus, aber diese, ich lass mal hier hoch. Diese leichte Musik, die im Hintergrund kommt. Diese friedliche Musik. Ach, nichts im Vergleich zu dem Scheiß, der gerade eben war. Zerstörst du wieder Kisten? Die armen Kisten haben gar nichts dafür, dass die da stehen. Sie wurden nur benutzt. Oh, was ist da los? Keine Chance, Alter. Jetzt kommt's aber auch hier. Jetzt wollen sie es wissen. Können herkommen, die sind von hinten aus dem Mädchen. Wow. Ja. Vielleicht soll ich die Waffe, die neue Waffe auch einfach mal einsetzen. Das wäre mal eine Idee, wäre das mal. Denn nicht vergessen, ohne Mampf keinen Kampf. Genau. Ey, hier liegt Munition rum. Ey, was ist das? Was? Orange Lampe. So, vielleicht backt auch der Bug bei mir irgendwas rum. Hier ist so ein oranges Ding bei mir.
Wer weiß, was du wieder siehst. Nach den letzten. Ich hab keine Halluzinationen. Ja. Wow! Was ist das denn? Lecker. Was bewegt es? Da bewegt sich nicht mehr. Hier laufen sonst was für Viecher rum. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes. Jo. Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich. Hier, ja, noch einer. Ach da. Kann ich den... Akupunktur? Was denn? Erstmal provisorisch draufschießen. Noch mehr Akupunktur. Warte mal. Alter! So, oh, Volltreffer. Naja, fast. Was? Hier unten der. Na los, und doch. Scheiß Leichtschänder hier. Was ist da los? Energiestörung. Was hast du wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja. Da kommt irgendwo was. Es wollte mich anschreien. Es ist gestorben. Oh. Und? Ah, hinter mir. Ganz nach dem Motto, wir müssen es uns ja irgendwie warm machen hier. Ja. Vor allen Dingen, was jetzt für große Viecher die ganze Zeit kommen. Chris ist MTS. Was ist da los? Wir müssen jetzt eigentlich hin, da unten. Hier oben, hier von da kamen wir her. Kamen wir nicht von hier oben? Nein, hier oben war die Energiestörung, jetzt geht's. Ah, das wusste ich. Oh, nee, ich mag ich teilweise wie Toastbrot, die Orientierung. Ich mag Toastbrot. Geht ja San Andreas, konnte ich. Hast du auch das Piepen? Nee. Okay. Das ist meistens. Da wieder so ein für ein Energieding reinbringen. Nee, nee, nicht sowas. Achso. Leider wird von Partner blockiert. Jetzt aus. Bling! Oh ja. Weil die Räume sehen genauso aus, übelst recycelt. Und überall Geschenke und so ein Scheiß. Oh. Hey, jetzt siehst du es genauso wie ich es gesehen habe. Oh. Immer schön mich selber wegspecken. Ja, aber warum ist das Ding da oben? Diesmal sind wir ja von da gekommen, oder? Ja. Warte mal, hier ist auch irgendwas. Warte mal, wo müssen wir eigentlich lang? Okay, wir müssen da lang, also gehen wir erstmal hier rein. Das wo? Ach ja, wow. Wusste ich. Ja. NP. Repetiere. Das gefällt mir. Das hört sich gut an. Bauen, bauen, bauen ist alles, was ich mache. Genau.
Egg as hole. Warte mal kurz. So, da sind wir wieder. Na, so putzt du vor der Mitte. So, mit ganz ohne Mute-Knopf an diesem Mikrofon. So, wir müssen noch, warte mal. Ah, das kann ich. Mittlerweile kannst du das, das stimmt. Hey. Was denn, ich hab's die ersten Mal immer gemacht. Das ah, hab ich immer gemacht. Was ist da los? Egal, ich hab's. Was, das hast du gar nicht immer gemacht? Das hier mit den Kurzspüßen schon, oder? Mit den Kreisen und den roten und den blauen, oder? Ja. Ja, siehst du. Das hab ich auch schon mal gemacht. Hinter dir. Oh. Das kommt zu dir, du schaffst das schon. Oh, ja. Die sehen voll eklig aus, guck dir die mal an. Oh! Hey! Was ist da los? Kommt er wieder runter, wenn du ihn rufst? Was zum Teufel? Verdammt. Ja, ja. Es war mir so klar. Es war so klar, dass du das versuchst. Ach ja. Den kann so schön machen. Textlog. Jetzt will ich mal den Reptiere angucken. Ja, Leute, das muss auch sein. Okay, der Reptiere hat aber nichts mit dem. Kannst du nicht als was extra benutzen? Ja. Ah, hier. Reptiere. Ach so, das ist hier. Ja. Du ein vollautomatisches Impulsgewehr. Ja, gut, das habe ich schon mal. Da, wo ich die Schrotflinte jetzt raus habe, kannst du es als ja, Dings ja, nennen. Ja. Wie viel Wolfram habe ich denn mit beim Telemetriebolzen. 70, verdammt. Kann ich das machen? Ja, oder beim. Ach so, okay. Dings, obwohl, warte mal, wo habe ich denn das Dreischuss-Ding? Das habe ich hier. Dann kann ich hier den Repetierer reinmachen. Genau. Jo. Das sieht aus. Alter. Dass immer das ganze Ding nachlädt. Ja. So, warte mal, jetzt habe ich hier auch nochmal eine Waffe gebaut. Mal gucken, was das hier für ein Aufsatz ist, deswegen. Hört mich mal. Klingt wie so ein kleiner R2D2. Ja. Ja, das habe ich hier unten dran. Guck. Ach so, okay. What the fuck? Ja, aber ich bin ganz ehrlich, diese Minenwerfer finde ich absolut nutzlos. Ja, obwohl der schon heftig. Weil die Viecher viel zu schnell sind. Und obwohl der schon heftig was drückt, gerade eben das Ding. Ja. Die schraube ich wieder auseinander. Das ist Verwendung von Teilen. Ach so, das ist mein kleiner Roboter. Er ist vor die Tür gefahren. Ja, du bist ja doof. Hast du den gerade abgesetzt? Joa. Einlass schon mal los. Ich wollte den Schrank fahren. Oh.
Okay. So, wir müssen da lang. Hier drüben gibt's, musst du irgendwas machen. Schnell. Ja. Hab direkt hinter mir aus dem Ding gesprungen, Arschloch. Ach, hier bräuchte man so eine Torke-Stange. Scheiße, hast du eine? Nee, war da vorne nicht der Bank. Ja. Boah, ich glaube, ich will mir trotzdem mal wieder eine neue Waffe zusammenbauen. Schrotflinte ist zwar ganz, also, oder das zweite Ding, was ich ganz habe, ist zwar ganz lustig, aber. Da benutze ich das schon mal. Beides halt einfach nur so ein Gewehr. Ja. Willst du eine bauen oder? Oder soll ich? Mach ich kann auch, hat er die letzte gebaut. So, jetzt will ich mal eine neue Waffe herstellen. Muss so. Verführe ich einfach mal hier neue Sachen auszuführen. Ja. Soll denn das werden? Mini-Flammenwerfer oder was? Das muss was? Ich jetzt mal ausprobieren. Achso, du machst mit so einem Einhandding oder was? Ja. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch nochmal was draus. Oh, das ist erst süß. Oh lol. So ein Scheiß, total unnötig. Ein Einhandflammenwerfer. Ist ja süß. Nee, das. Da lachen mich die Mods ja aus, wenn ich damit angelaufen komme. Das können sie ja nicht machen, ne? Weiß, jetzt habe ich es falsch gebohrt. Ich meine, die ganzen kleinen Sachen irgendwie. Das wenn du sowas Großes bauen kannst, ja. Brauchst du sowas Kleines, ne? Meine, man kann mal ausprobieren, weil hier habe ich gerade was sehr Witziges. Oh. Aber ist das das, was du gebaut hast? Es war das mit den Aufladen Plasmakern plus Präzisionsspitze? Ja. Ah, okay. Warum? Ach, ich das jetzt gerade auch hergestellt habe. Ach, das ist total bescheuert. Das ist eine Nietenpistole. Und halt, Revolver noch mit dran. Das ist einfach nicht. Super. Ich doch mal einen Tesla-Kerl.
So. Das probiere ich einfach mal. Ausprobieren, was wir hier noch. Ich glaube, das hat man auch noch nicht. Erstmal ganz normal den Revolver. LOL, das ist ja witzig. Antritt sie das mal rein. Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal hier. So. Das unbedingt angucken, das ist so witzig, was ich jetzt hier gebaut habe. Oh, meine Waffe ist blau. Was ist denn nur jetzt? Ja. Oh, lol. Ich lade die Gegner zurück. Aber irgendwie, das überzeugt mich noch nicht. Jetzt habe ich natürlich zwei sehr starke Waffen, aber auch langsam schießende Waffen. Allerdings habe ich als Zweitwaffe immer noch. Ja, ich überlege jetzt auch, die eine werde ich jetzt wieder komplett auseinandernehmen. Zeit für was Neues. Wäre Standardrahmen, Kontaktscheibe mit keiner. Irgendwas. Hui. Ich kann ja auch einen Plan erstellen, ich erstelle jetzt einfach mal einen Plan. Ach, einen Raketenwerfer kann ich jetzt auch machen. Ja, jetzt habe ich schon einen. Egal, doppelter Kettenwerfer Action. Uhuhu. Mamsen. Warte. Ich bin mal gespannt, was ist mit dem Raketen oder was. So. Boom. Jupp. Superbot war da dann der Bank. Ja, können wir bei der nächsten Bank. Ja. So lange da aufhalten, das ist. Bin gespannt. Auch irgendwann nicht mehr so spannend für die Zuschauer. Vor euch hat er keine. Achso, ich habe ja auch keine. Schwermetalldonner. Lol. Aber halt nur ein Plan, ne? Ach, hier drüben. Mein Inventar ist voll. Ersatzteilkisten. Moment. Also scheiß. Ach.
bis ich irgendwann brauche. Ich stehe einen Meter hinter dir. Ja, ja. Irgendwie keine Gegner so wirklich. Doch, da oben, da oben. Alter, wie ich fünf das Ding hier verballe. Schau mal. Da. Eine Sorge. Blub, blub, blub. Guck wie blau deine Waffe aussieht. Jetzt guck das. Ja. Sieht aus wie eine Wasserpistole. Das ist ein ewig langer Fahrstuhl. Ja. Wenn wenigstens coole Fahrstuhlmusik kommen wird, aber nein. Was ist da los? Blunder. Oh, ich glaube, wenn wir nochmal eine Bank finden, ich muss mir dieses automatische Nachladen hier reinbringen. Hier. Oh, Verbindung unterbrochen. Ja, du hattest minimal kurz geleckt. Basta! Das Signal kommt immer näher. Sir, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge, wir bekommen bald alle zu fressen. Was? Hier lang. Ah. Ja. Sprengstofflager. Oh, Sprengstofflager, das hört sich doch immer gut an. Ja, da drüben nicht, ja. Oh. Schade. Hey, eine Bank. Jetzt werden wir aber überhäuft von. Hier, krabbelt gerade der Bot rein. Ach, cool. Ja. Kleiner süßer Bot. Warte, weißt du, was wir da alles gefunden haben? Das Ding, dann zwei so eine Ressourcenteile. Was man nicht alles schon herstellen kann jetzt. Schwermetalldonner. Ein verheerender Nieten-Maschinenkanone mit Hightech-Raketenwerfer, die so modifiziert wurde, dass sie dem Benutzer minimalen Schaden zufügt. Cool. Toll. Super. Verdammt, jetzt bin ich auch zurückgegangen. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Ach verdammt, ich wollte noch eine Erweiterung reinmachen. Das muss sein. Eine Erweiterung. Schadensboost erhöht den Waffenschaden und sowas. Das kannst du ja auch bauen, gell? Ja, aber. Hier können wir ins Sprengstofflager. Juhu! Ja. Wenn wir von da nicht gekommen sind. Ne, von da sind wir nicht gekommen. Ja, warte. Fertig. Jo. Hier liegt Sprengstoff. Ja. Hier müssen wir wieder zusammen das Zeug aktivieren, dann werden wieder Gegner kommen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Dann machen wir das vorher am besten mal.
Weg von dem Sprengstoff dann. Oh ja. Bei dir. Oi, oi, oi. Ups. Alter. Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich Leertaste drücken und ich linke Maustaste. Und da habe ich so ein bisschen meinen Raketenwerfer abgefeuert. Hast du jetzt auch einen Raketenwerfer gebastelt? Ja, hab ich doch gesagt. GG. Vielleicht sollten wir einfach hier hinten stehen bleiben. Gleich mehr Arbeit hintereinander. Ah, oh. Als er neben mir und ich setz grad meinen Bot ab. Bam. Aua. Ja, wir nehmen dir was immer. Dass ich die nicht heute runterschießen kann, ist ein bisschen doof. Ja, finde ich auch. Wow! Das hat einen gegessen. Es kommt genau jetzt Vorstuhl runter. Jetzt wo alles okay ist. Na, das ist. Hä? Da. Jetzt, das ist jetzt die Belohnung, das war jetzt die Mission. Ja, ich weiß, aber es ist immer so. Ja. Hä? Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Ja, GG. Zielfernrohr. Mein Inventar ist voll. Ich hab alles. Warte. Erfüllt? Ach, Mensch. Jetzt habe ich die ganzen scheiß Medipacks wieder aufgenommen. Ups. Ich muss mal kurz ein Stück zurücklaufen. Mission erfüllt. Ja. Gut, dann können wir hier lang. Ja, so wie vorhin. Oh, hier kann man einen Vorrat setzen. Und go, und go! Oh nein. Nein. Nein, nein, nein! Er hat alle Lebensmittel ruiniert! Sarge! Haben Sie gehört? Futsch! Es ist alles futsch! Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was soll das denn heißen? Das Fleisch ist überall um uns herum. Leckeres Fleisch. Finger und Zehen und Nasen. Hey, wo wollen Sie hin? Was ist denn in Sie gefahren? Hey! Jeder muss verstehen. Sie müssen wissen. Sie müssen essen! Ja. Birken. Kranken Bastard. Sie müssen essen. Nom, 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 nom. Naja, Zielfernrohr haben wir ja neu bekommen. Ja. Kannst auch nichts Neues mitmachen.
Aber du kannst dir die goldenen jetzt herstellen, gell? Ja. Naja, aber... auch nicht viel. Komm sehr, junger Mann. Was zur Hölle hast du jetzt gemacht? Ich hab auf das Poster da hinten geschossen. Hey, lass mich rein. Ja, Partner wartet auch noch auf Zug. Nein. Irgendwie verschlingt diese Waffe hier übelst Munition, ne? Kann ich mir vorstellen. So, jetzt sind wir wieder hier. Warte mal, ich will nochmal gucken. Müssen wir mal ein bisschen Munition herstellen. Dann create ich mal meinen Anzug auf. Ab, wie auch immer. Stimmt, das kann man auch mal machen. So, die Trefferpunkte sind jetzt maximal. Panzerung kann ich nicht mehr hochmachen. Aber Luft kann ich nochmal hochmachen. So. Eine übelst hohe, lange, wie auch immer, Lebensanzeige. Und ich muss weiterhin sagen, dass wir übelst cool aussehen in unseren Anzügen. Auf jeden Fall. Voll gelb ein bisschen schwul ist. Na und? Hey, wir sind schon die ganze Zeit hier allein. Wie wär's? Einmal schießen heißt ja. Du hast eben nur einmal geschossen. Wir können Party hier drinnen machen. Ich kann natürlich auch Raketenwerfer abfeuern. Ja, ich auch. So. Oh, das war die ganze Zeit Start, was ich abgefeuert habe. Ups. GG. Ach, wir sind ja jetzt wieder hier. Genau. Ja. Das war erstmal die Bonusmission. Das war die Bonusmission, genau. Aber jetzt muss man... da steht, ist das lustig. Müssen wir wieder zur Archäologie? Genau. Ja, aber da kamen wir doch her. Ja, da müssen wir wieder hin. Da ist doch jetzt bestimmt die Tür offen. Wo wir da hinten irgendwie hin können zu dem Plateau, whatever, Dings. Ach, stimmt. Da müssen wir mal schauen. No smoking. Gut zu wissen. Ja, wo steht denn das? An den Wänden. Ach hier, Leute, war auch irgendjemand in diesem Gang hier draußen? Naja. So beim Vorbeifahren steht da ein Monster und raucht. Was ist da los? Kann ich mal seine Ruhe haben? Ja, ist aber.
Ah, Hashtag Body aus. Na und. So, und bevor wir das... Was ist das hier für ein scheiß Ort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Schon wieder. Ja. Hey. Ich, hey. Sehe mich mal um. Kommen Sie mit. Also bei mir sagt es, wir sollen hier raus. Ja, klar. Bei mir hat er selber gesagt wie vorhin, als wir die eine nehmen sollen. So, aber bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, pausieren wir diesen Part. Richtig. Wo wir im nächsten Part so rum. Und dann zum nächsten. Tschüss. Tschüss.